Hey Leute, willkommen zurück zu Pro Op Halo 3 ODST mit Sonny. Genau, heute, wie angekündigt, die Bonusfolge, wo wir durch die ganze Stadt nochmal tigern und alle Audiologs suchen. Also alle, in Anführungsstrichen, die 29. Die Nummer 30 habt ihr ja schon vor 2 Wochen gesehen in der Mission. Genau, und das ist quasi jetzt aber ein bisschen der Zeit zurückgespult. Werdet ihr sehen, wie wir jetzt durch die Stadt tigern. Und wir werden es so machen, dass einer das aufnimmt und der andere, der auf der Karte das ein bisschen zeigt, wo der andere ist, damit ihr, falls ihr das Achievement auch haben wollt, auch die Sachen findet. Genau, wird ansonsten jetzt ohne unser Kommentar sein. Und ja, viel Spaß. Hallo Reisende, willkommen in Mombasa. Nervös? Gestresst? Bitte bleiben Sie ruhig. Schaltkreise geöffnet, voller Stolz. Haben Sie vielleicht einen Zehner? Hallo Reisende, die Mombasa Transitbehörde begrüßt Sie in der Kikuani Station. Wie kann ich... Ein Ticket nach Alt-Mombasa, bitte. Hier ist meine Karte. Oh, nein, doch nicht. Lässt sich zurückverfolgen. Mist, ich brauche Münzen. Vielen Dank. Wie lautet Ihr Reiseziel? Magongo, wenn ich nicht erwischt werde. Hoffentlich. Vielen Dank. Ein Ticket für eine Person nach Magongo. Na los, los! Halt! Warten Sie bitte! Einsteigen bitte. Zugnummer. Oh, das war von knapp. Stadtzentrum nach Alt-Mombasa fährt ab. Nächste Station ist Makupa, Nairobi-Straße, Hope Station und Magongo. Fast geschafft. Fast. Notteil. Bitte bleiben Sie ruhig. Notteil. Bitte bleiben Sie ruhig. Verflucht, er hat mich gefunden. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange ich... Nothalt, bitte bleiben Sie ruhig. Nothalt. Virgil, du kannst den Zug nicht anhalten. Hier sind noch mehr Leute. Nothalt. Hör auf damit, Virgil. Was machen Sie denn da? Reden Sie mit dem Zug? Hättest du nicht alle Ampeln auf Rot geschaltet, wäre ich gar nicht hier. Umleitung. Bitte Vorsicht. Was? Antwortet der Zug Ihnen etwa? Was ist hier los? Sir, das tut mir wirklich leid. Ich wollte bloß die Stadt verlassen. Virgil, ich lass mich einziehen. Achtung, spielende Kinder. Ich bin 19. Außerdem nimmt das UNSC jeden, den es kriegen kann. Genau das hätte Dad auch gesagt. Wissen Sie, der Zug hat recht. Es sterben wirklich viele Soldaten. Das ist kein Zug, sondern eine Stadt. Und zwar eine böse. Das hat früher mal funktioniert, Virgil. Mach die Tür auf, sofort! Hier lang, Schatz. Vorsicht. Abfahrt von Hope Station. Verlassen Hope Station. Virgil, fahr zur Hölle. Vergiss es. Die Hölle ist zu uns gekommen. Virgil, hörst du mich? Ich spreche per Chatter. Ich bin in Alt-Mombasa ausgestiegen und... Parken verboten. Ansonsten werden sie abgeschleppt und verwarnt. Ja, ich kann es sehen. Ein riesiges Allianzschiff. Direkt über dem Stadtzentrum. Auf dem Bahnsteig ist ein Kiosk. Makupa Station. Wir treffen uns da, okay? Entschuldigung. Tut mir leid. Hey! Aufpassen! Bitte geben Sie Ihr Ziel an. Virgil, zeig mir Dad. Schnell. Leider ist mir dieses Ziel Shady, wo bist du? Bahnhof, Alt-Mombasa. Dad, hier ist ein Schiff. Pass auf, Süße. Ich wollte es dir heute früh sagen, aber du warst zu schnell weg. Du kennst mein aktuelles Projekt. Die seismische Überwachung des Bauplatzes in der Stadt. Dad, hier ist Virgil ein Schiff hat der Allianz. Etwas gefunden. So was habe ich noch nie gesehen. Dad! Die Allianz greift an. Verstehst du, was ich sage? Du musst von da verschwinden. Keine Sorge. Ich bin 9 Stockwerke unter der Erde. Virgils Datenzentrum ist sehr, sehr sicher. Gut, dann komme ich zu dir. Nein, das tust du nicht. Bleib, wo du bist. Ich habe Virgil... Sorry, Dad. Etwas, stimmt nicht. Dies ist eine Videoverbindung, Sadie. Ich sehe, dass du das bist. Stimmt. Na, egal. Virgil, lass den Zug rückwärts fahren. Sadie und Dasher,
Ich lasse nicht zu, dass du dich in Gefahr bringst. Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Entdeckung! Miss Endesha, sind Sie das? Commissioner Kinsler? Au! Lasst mich! Officer Brenly, kümmern Sie sich um die Leute, bevor Sie sich noch platt trampeln. Ja, Sir. NMPD, alle zurück! Dreckige Bullen! Sagte zurück! Sind Sie verletzt? Nein, mir geht's gut. Hey, warum helfen Sie uns nicht? Brenly, rein mit ihr! Nehmen Sie meine Hand, wir müssen los. Was zum Teufel machen Sie in der Altstadt? Irgendwas stimmte nicht mit dem Zug. Was Sie nicht sagen. Ich weiß alles über Virgil und seine übertriebene Fürsorglichkeit. Brenly, los! Ja, Sir. Wohin fahren wir? Das ist eine gute Frage. Mein Dad, er ist bei der Arbeit. Das Datenzentrum unter dem MND-Gebäude? Nein, lieber nicht. Dort wimmelt es von der Allianz. Ich bringe Sie lieber dahin, wo wir ungestört sind. Hilfe? Brenly, die Trennwand, bitte. Ja, Sir. Wo fahren wir hin? Die Polizei hat einen Bunker gleich außerhalb der Stadt. Da sind wir in Sicherheit. Das ist nett von Ihnen, Commissioner, aber ich kann nicht. Tut mir leid. Bitte bringen Sie mich ins Stadtzentrum. So eine ernste junge Frau. Wie ihre Mutter. Neu-Mombasas leidenschaftlichste Verteidigerin. Ein Pech, dass ihr letzter Klient ein kranker, mörderischer Bastard war. Sie hatte ihre Augen. Virgil, halt den Wagen an! Als Commissioner ist es meine Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und diese Stadt hat strikte Datenschutzbestimmungen. Mein Wagen ist nicht erfasst. Soweit es Virgil betrifft, sind sie gerade verschwunden. Angriff auf einen Polizisten, ein schweres Vergehen. Kommen Sie nicht näher. Wie Ihre Mutter. Lassen Sie mich. Die Welt geht unter. Virgil, bitte. Niemanden interessiert eine verlorene Seele. Officer, warum halten wir? Fahren Sie. Aussteigen. Was? Sie haben mich gehört. Lassen Sie mich los. Was denken Sie, was Sie hier tun? Meinen Job. Hoffentlich tat das weh, du Drecksack. Nicht so weh, wie es Ihnen tun wird, wenn ich... Ich nehme den Wagen, Commissioner. Wenn Sie die Stadt verlassen wollen, können Sie wie alle laufen. Dafür bezahlen Sie, Brenly. Die Welt geht unter. Für Sie interessiert sich niemand mehr. Okay, da hinten? Danke, dass Sie mir geholfen haben. Kinsler hat es verdient. Ich fahre ihn seit 2 Wochen und habe mehr als genug gesehen. Mein Name ist Mike. Mike Brenly. Sadie Endesha. Für einen Cop sind Sie ein ziemlich guter Schutzengel. Ex-Cop. Ja, das tut mir leid. Ja, ich wollte mich sowieso anders orientieren. Vielleicht als Soldat. Ja, scheint zukunftssicher zu sein. Mike. Ich muss wieder über die Brücke und zum MND-Gebäude in der Stadt. Das ist ein Problem, denn ich will mich vom Plasmafeuer der Allianz fernhalten. Okay, setzen Sie mich hier ab. Seien Sie vernünftig. Was haben Sie vor? Wollen Sie sich durch Millionen Flüchtlinge kämpfen, damit die Allianz Sie schneller töten kann? Warum hat man beim ersten Date immer Taxigeld dabei? Ich will Ihnen das Leben retten. Sie interessiert nur Ihr eigener Arsch. Und Ihrer. Ich bin hier die einzige Person, die an meinen Arsch denken sollte. Schön. Schön! Danke, dass Sie mich kurzfristig gerettet haben. Gern geschehen. Dem habe ich's aber gezeigt.
toll. Ich sitze auf der falschen Seite der Brücke inmitten einer Alien-Invasion fest und habe eben den Menschen, der mir helfen will, verärgert. Super. Sehe ich genauso. Dad? Sadie, Gott sei Dank. Virgil konnte dich nirgends finden. Ja, das war Kinsler zu verdanken. Commissioner Kinsler? Was soll das bedeuten? Ich will nicht drüber reden. Oh mein Gott! Was? Was ist Sadie? Das ist der dickste Mann, den ich je gesehen habe. Wo bist du? Am Altstadtmarkt. Der Fleischer verschenkt seine Ware. Das wird die Allianz nicht davon abhalten, die Stadt zu verglasen. Die verglasen die Stadt nicht. Augenblick, Dad. Ich habe Kontakt zu einer MND-Offizierin. Sie sagt, das ist nur ein Allianz-Aufklärungstrupp. Und ich glaube, sie suchen das, was Virgil gefunden hat. Ich rufe dich zurück, Dad. Hau ab, Penner! Schaff den Tisch vor der Straße! Beruhige dich. Hör auf zu hupen und iss einen Kebab. Entweder du bewegst deinen Arsch oder ich... Hey! Runter vom Wagen! Mein Freund, ich wiege 360 Kilo und habe ein Beil, mit dem ich jeden Tag Tiere töte und zerhacke. Willst du wirklich mein Feind sein? Oder möchtest du lieber einen leckeren Kebab essen? Sorry, aber entweder die oder ich zertrümmer die Windschutzscheibe, ziehe sie raus und mache sie zu Kebabs. Was? Nein! Halt! Also dann, hören Sie auf zu hupen. Die Kinder haben Angst. Tut mir leid, Dad. Hier ist der Teufel los. Was hast du gesagt? Sadie, Neu-Mombasa ist der einzige Ort auf der Erde, der angegriffen wird. Was? Warum? Virgils Überwachung. Er hat ungewöhnliche seismische Aktivitäten am großen Rift entdeckt. Möchten Sie einen Kebab, junge Dame? Huhn, Hammel, Rind. Für Flüchtlinge gratis. Ich fliehe nicht. Ich gehe zurück. Über die Brücke? Dahin, wo die Aliens landen? Nehmen Sie gleich zwei. Sadie, geh nicht ins Stadtzentrum. Du darfst der Sicherheitszone nicht zu nahe kommen. Sorry, Dad. Ich muss los. Ich melde mich. Sadie! Kommt, meine Freunde, nicht so schüchtern. Gratis Essen für die Reise. So, junge Dame, wenn Sie ins Kriegsgebiet wollen, müssen Sie essen. Lamm? Brathühnchen? Das sieht lecker aus. Aber ich habe keinen Hunger. Meine Liebe, dem Ende der Welt stellt man sich nicht mit leerem Magen. Was treiben Sie eigentlich hier? Hungrige Mäuler stopfen? Das ist ja nobel, aber Sie können nicht hierbleiben. Die Kämpfe werden sich ausweiten über das Wasser in die Altstadt. Würden Sie für mich zum Weinhändler gehen? Ein 23er Ida Syrah wäre zu. Ich verstehe. Sie sind zu schwer, um weit zu laufen. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Wollen Sie mich etwa tragen? Hörst du mich, Virgil? Du musst mir einen Wagen an meinen Standort schicken. Einen Gabelstapler oder Olifant. Ein Müllwagen? Das ist unter meiner Würde. Wenn Sie hier bleiben, sterben Sie. Sie müssen zum Bahnhof gelangen oder ans Ufer. Es ist viel näher. Sehen Sie mich an. Mir gibt niemand einen Platz in einem Boot, Bus oder Zug. Ich brauche 5 Plätze und bin nicht so viel wert wie 5 Menschen. Sie können nicht aufgeben und Ihr Leben wegwerfen. Was ist mit Ihrem Leben? Sie sind entschlossen, an einen Ort zu gehen, an dem Sie sterben werden. Ich werde meinen Vater finden. Er braucht mich, genau wie Ihre Kunden Sie brauchen. Gut, junge Dame. Ich bin überzeugt. Ich verlasse Mombasa. Gut. Wenn Sie auch gehen. Nein. Kümmern Sie sich um Ihren Vater. Danach können... Aussteigen! Wir gehen zu Fuß rein. Meine Taschen! Das ist mein ganzes Leben. Das ist mir egal. Lass los! Holt euch das
das Geld aus dem Automaten. Wir kommen her. Sie ist genug für alle. Mein Geld. Willkommen bei Ihrem African Trust Geldautomaten. Bankgeschäfte mit Stolz. Endlich ein Automat, der funktioniert. Virgil, gib mir Dad. Bitte legen Sie Ihre Anhaltungen zur Stadt. Sadie, wo bist du? Unten am Fluss vor einem der Casinos. Ich kann dich kaum hören, Dad. Hier wird alles kurz und klein geschlagen. Die Allianztruppen sind im ganzen Stadtzentrum. Ich sehe sie auf den Monitoren im Labor. Du musst so weit weg, wie du kannst. Vergiss es. Ich komme dich holen. Ende der Diskussion. Eine lohnende Investition. Eröffnen Sie noch heute ein Konto. Hör auf Virgil, Sadie. Die Plünderungen sind erst der Anfang, Dad. Schon bald brauchen wir die Allianz nicht mehr, sondern richten uns selbst zugrunde. Virgil, du hast immer auf mich aufgepasst und mir geholfen. Jetzt musst du die Stadt retten. Mist, bewegt so viel ihr könnt. Gut gemacht. Die sind bis zum Fluss gerannt. Die Fähre können sie sich leisten. Dad, kann Virgil die Allianzbewegung überwachen und die Daten zum UNSC übermitteln? Ja, ich kann seine Verkehrskameras so umkonfigurieren, dass er die Fahrzeugprofile der Allianz erkennt. Vielleicht könnten die Argus-Schnüffler ihren Teil dazu beitragen. Ich kenne nur Videos der verschiedenen Allianz-Spezies, aber die stinken bestimmt alle unterschiedlich. Das ist eine gute Idee. Virgil, fang sofort an. Sadie, ich hatte immer viel zu tun und viel zu wenig Zeit für dich. Aber Schatz, du machst mich sehr, sehr stolz. Wenn wir wissen, wo die Mistkerle sind, können wir besser vor ihnen weglaufen. Das mit dem Polizeisirenen war ein netter Trick, Kleine. Aber so blöd bin ich nicht. Geh vom Geldautomaten weg oder ich schieß dir den Kopf ab. Haltet ihr mich für taub? Letzte Warnung! Weg vom Geldautomaten! Du auch, Kleine! Sadie, raus da! Ich gehe ja zurück, okay? Warum nimmst du nicht die Waffe runter und... Jetzt wird das Sparschwein geknackt! Hey! Fast hättest du mich getroffen! African Trust. Aufmachen! Bankgeschäfte mit Stolz. Aufmachen! Hört alle her! Das ist ein Allianzschiff! Was hat sie gesagt? Allianz! Seit 40 Jahren komme ich hierher. Seit 40 Jahren verliere ich mein schwer verdientes Geld. Und heute knack ich den Jackpot. Hast du gehört, du blöde Maschine? Ich will mein Geld! Falsches Passwort. Bitte Karte entnehmen. Virgil, gib ihr das Geld. Und dann brauchen wir Deckung. Ah! Aus dem Weg, du Schlampe! Ich muss mich verstecken. Da, die Mülltonne, da vorne. Roots, Mann, sind die groß. Los, sie sind direkt vor dir. Oh mein Gott, er hat den Automaten aus der Wand gerissen. Mein Zahltag. Transaktion beendet. Auf Wiedersehen. Der Automat hat sie zerquetscht. Bitte guck nicht hinter die Mülltonne, großer dummer Brute. Bitte, bitte, bitte. Du bescheuertes Alien! Ich teile nicht mit dir! Das war's. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Sadie, alles in Ordnung? Bis eben, ja. Lauf! Lauf! Virgil, da kam eben ein Wagen aus dem Nichts und rammte die Brutes. Warst du das? Oh, mein Kopf. Ich dachte, Airbags verhindern, dass man sich wehtut. Mike! Sie sind zurück! Wer ist Mike? Was ist da los, Shady? Augenblick, Dad. Ich helfe Ihnen da raus. Ach, ich bin okay, wirklich. Die harte Macho-Nummer, die zieht bei mir nicht. Geben Sie mir die Hand.
Vorsichtig. Bringen Sie mich nach vorn. Das habe ich getroffen. Brutes, was? Der Wagen ist für immer ruiniert. Danke dem Gentleman. Toller Tipp, Dirt. Ich melde mich später wieder. Mein Vater sagt, ich soll ihn für meine Rettung danken. Den Wagen konnte ich nicht retten. Ich glaube, da steckt was im... Oh. Das ist eine... Igitt. Franke, ja. Das sehe ich. Mike, im Ernst. Danke. Hey, ich konnte die Maid in Not doch nicht im Stich lassen. Außerdem waren alle Ampeln rot, als sie wegfahren wollten. Woher wissen Sie? Virgil. Wer ist das? Ihr Freund? Nicht ganz. Kennen Sie den Superintendent? Klar. Die KI, die die Stadt leitet. Holt den Müll ab, regelt den Verkehr. Half mir letzte Woche, ein Kennzeichen zu finden. Also, Virgil ist Teil des Superintendent. Ein Unterprogramm von meinem Dad, das auf mich als Kind aufpasste. Auf Sie aufpasste? Als meine Mom starb, gab es nur Dad und mich. Er gab sich Mühe, aber sein Job... Virgil war da, wenn Dad es nicht konnte. Und sorgte dafür, dass ich pünktlich zur Schule kam, etwas Gesundes aß und nicht zu viel fernsah. Solche Dinge eben. Muss genervt haben. Ihre Steuergelder arbeiten. Ist es noch? Mike, warum helfen Sie mir? Ich bin Polizist, dein Freund und Helfer. Ach ja? Die Stadt wird angegriffen. Viele Menschen brauchen Hilfe. Ich kann als Held oder Feigling sterben, aber... Gibt's auch eine Option, bei der Sie nicht sterben? Nicht, wenn Sie über die Brücke wollen. Nachbarn leisten Widerstand. Der Aufstand bewirkt, dass die Invasoren schwere Verluste erleiden. Wir werden sie... Wie kommen wir über diese Brücke? Die ist voll! Mit guten Manieren und spitzen Ellenbogen. Was du nicht alles tust für einen Kuss. Was? Das muss! Das muss! Genau! Verzeihung! Hey, Entschuldigung! Zur Seite. Bitte! Polizei. Das ist ein Notfall! Weg. Lassen Achtung. Sie uns durch! Machen Sie Platz! Würden die panischen Massen schön in einer Reihe gehen, kämen wir... Oh, aufpassen! Viel schneller über diese Brücke. Haben Sie das gehört? Was? Das Wasser? Haben Sie etwa Höhenangst? Ein Pelikan ist durch den Rauch kaum zu sehen. Kommt aber in unsere Richtung. Virgil, beobachtest du den Himmel? Das ist nicht gut. Denn das heißt, Virgil kann ihn nicht sehen. Und wen kennen wir, der gern unerkannt reist? Das ist die Polizei. Da passen wir nicht alle rein. Das sagst du. Ich gehe zuerst. Ah, Mist. Hallo, Sadie. Lange nicht gesehen. Sie wiederzusehen, Sadie. Aber bitte keine plötzlichen Bewegungen. Dieser Pelikan fliegt nicht gerade ruhig. Ich will Sie nicht versehentlich erschießen. Friendly, Ihre Dienstwaffe. Ziehen Sie sie aus dem Halfter. Langsam. Ja, ja. Und von der Brücke werfen. Gut. Ich muss sagen, dass Sie sich ziemlich zieren, Sadie. Das macht Sie wohl wütend. Nein, ganz im Gegenteil. Virgil, ich brauche hier Hilfe. Ihr Chatter war leicht aufzuspüren, aber Sie haben genug mit Virgil geredet. Nehmen Sie ihn ab. Jetzt zertrümmern. Wissen Sie, was ich in all den Jahren in der Politik gelernt habe? Dass Sie ein Arschloch sind? Den Wert der Eskalation. Als wir uns zuletzt sahen, hat mich Brandley geschlagen. Das kann ich gern wieder tun. Ich denke nicht, denn jetzt habe ich eine MP, sehen Sie? Eskalation. Leben Sie wohl, Brandley. Dann sind Sie ein toter Mann. Sadie, Sie sind klug und schön. Wissen Sie, wie sehr es mich schmerzt, wenn Sie so etwas Dummes tun? Ich habe die Waffe. Ja, aber ich habe den Müllwagen.
Mein Schiff! Das ist Eigentum der Stadt, Virgil. Was zum Teufel tust du denn da? Eskalation. Mann, das stinkt. Na los, das ist unser Wagen. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich steige nicht hinten in ein... Olifant. Sehen Sie es als Panzerwagen für Menschen ohne Geruchssinn. Bleib stark, Mombasa. Unser Militär wehrt sich nach Leibeskräften. Der Feind zieht sich zurück. Ach, ich glaube, ich muss kotzen. Dann riecht's hier besser. Warum müssen wir hier hinten sitzen? Das ist der sicherste Weg ins MND-Gebäude. Im Führerhaus wären wir Ziele. Wenn uns Virgil zum MND-Gebäude fährt, hält uns die Allianz für eine harmlose Maschine. Recycling. Macht mit. Oh, oh. Gesellschaft, bleiben Sie hinter mir. Endlich. Hier bin ich in Sicherheit. Da hatten wir wohl alle dieselbe Idee, was? Ich bin Tom Uberti. Freut mich. Verheiratet, was? Zwei ein Haus? Natürlich habt ihr das. Wenn das vorbei ist, braucht ihr dann eine neue Innenausstattung? Hey, dann bin ich euer Mann. Tom, halt's Maul. Virgil, erreichst du Dad über dieses Funkgerät? Wow, Kumpel. Das ist aber eine krasse Braut, was? Sie haben ja keine Ahnung. Shady, ich war halb tot vor Sorge. Mir geht's gut. Was ist mit dir? Die Kämpfe weiten sich aus. Viele Systeme sind beschädigt. Energie, Daten. Die Superintendent-Infrastruktur bricht zusammen. Ich tue, was ich kann, aber... Dad, du hast mit Virgil unglaubliche Arbeit geleistet. Sadie, das bin nicht ich. Das macht die Allianz. Dad, ich kann dich im Olifant kaum hören. Sag das nochmal. Eines von Virgils tertiären Datenzentren brach nach einem Plasma-Bombardement zusammen. Über die Kameras habe ich die Allianz Kabel und Schalter flicken sehen. Was? Die Allianz hilft uns? Das ist ja nicht zu fassen. Ich traf eben meinen ersten Brute Dad. Der war nicht sehr hilfsbereit. Nein, die im Datenzentrum waren keine Brutes. Die gehören gar nicht zur Allianz. Es ist eine neue Spezies, Sadie. Und sie waren ziemlich schön. Sie haben eine Art automatisches Verteidigungssystem, aber solange man auf Distanz bleibt... Vielleicht... Und ich denke bloß laut, vielleicht ist diese ganze Invasion nur ein großes Missverständnis. Halt's Maul, Tom! Virgil überwacht jetzt eine andere Gruppe in der Kikovani U-Bahn-Station. Warte mal, ich werde den Audiofeed verbinden. Die erste Verkaufsregel. Verstehe genau, was der Kunde braucht. Nicht, was er will, was er braucht. Verstehen Sie? Tom, echt jetzt. Lass gut sein. In der Station ist es dunkel. Ich schalte um auf Wärmesicht. Komisch, das sind gar keine Brutes. Normalerweise lassen sie nicht allein. Ich sehe 6 der 9 Aliens, die im Kreis schweben. Sie umringen ein 7. und berühren es mit ihren Tentakeln. Erstaunlich, wie schnell die sich bewegen. Sie arbeiten. Sie machen irgendetwas mit dem Sprengstoff am Panzer des 7. Alien. Explosionen. Virgil, fährt dieser Olifant nicht schneller? Ich weiß nicht, was passiert ist. 6 der Aliens sind tot. Aber ich denke... Sadie, ich denke, sie haben sich für ihren Freund geopfert. Ja, ja, ich kann ihn sehen. Er schwebt durch die U-Bahn-Röhre. Virgil, behalte ihn im Auge. Allianzeinheiten mit Gefühlen? Das ist neu. Hab ich doch gesagt, sie sind friedlich. Seht ihr es nicht? Wir müssen verhandeln. Verhandeln? Wir schießen auf sie, sie schießen zurück. Das ist schlecht fürs Geschäft. Hey, hey, Aliens! Wir sind hier drin! Wir ergeben uns! Sei still, du Idiot! Du verstehst es nicht, Tom. Die freundlichen Aliens sind nicht die, die schießen. Zum Teufel mit der Demografie. Der Markt ist am Ende. Man muss handeln, um Geschäfte zu machen. Du da! Du im Panzer! Hier drüben! Schließen Sie die Luke! Wir hauen ab! Lassen Sie ihn, Sadie. Ich mache die hintere Rampe auf. Wir verschwinden.
Genau, hier oben. Wie wär's mit einem Deal? Stehen bleiben. Sadie, das ist ein Wraith. Gehen Sie. Wohin? Los, in die Gasse. Weg von der Straße. Durchgangsverkehr. Wir verstehen. Ja! Kapitulation akzeptiert. Zerlegt. Armer Tom! Hat uns beide umgebracht. Was jetzt? In Deckung bleiben, einen Kiosk finden. Mein Dad ist im Datenzentrum unter dem MND-Gebäude. Also in dem Gebiet, das die Allianz besetzt hat. Wir brauchen Virgils Hilfe, um dahin zu kommen. Hier, nehmen Sie meine Jacke. Ach, der Regen stört mich nicht. Sie ist gepanzert. Ich will nicht, dass Sie erschossen werden. Danke. Optikern, die Gesundheitsversorgung. Legen Sie die Hand auf das Touchpad, um die Gewichtigung der Gesundheit. Virgil, gib mir Dad. Erhöhter Puls. Sind Sie nervös? Gestresst? Testen Sie Optikens neueste Stimmungsaufheller. Und hör auf, Arzt zu spielen. Endlich ein Kiosk mit Kamera. Jetzt sehe ich, dass es dir gut geht. Aber warum trägst du eine Polizeiuniform? Sie gehört Mike. Sag hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Dr. Endescher. Weißt du, du bist der erste junge Mann, den mir Sadie hier vorgestellt hat. Dad? Was macht Virgil? Er lang zu pfeifen. Pfeifen? Um mit den Tentakel-Aliens zu kommunizieren. Stress stört Beziehungen. Gute Unterhaltungen und Medizin können Ihnen helfen. Wir trafen eben jemanden, der mit Ihnen kommunizieren wollte. Das ist nicht so gut gelaufen, Dad. Diese neuen Aliens sind anders. Neugierig und nicht gewalttätig. Sie suchen unter Neumombasa nach etwas, da bin ich mir sicher. Wenn Virgil mit Ihnen spricht, können wir herausfinden, ob Sie in der Lage sind... Dad? Achtung, Bürger! Der Feind hat unsere Datensysteme infiltriert. Bleiben Sie ruhig! Virgil! Diese Kommunikation ist untersagt. Nein! Hey, ganz ruhig. Sie haben ihn umgebracht. Wer? Die Polizei. Sie hat Virgil deaktiviert. Nein, dann wäre die ganze Stadt abgeriegelt und die Evakuierung käme zum Erliegen. Niemand wäre so verrückt, dass... Niemand? Ach... Mist! Polizeihauptquartier, direkt voraus! Wie funktioniert ein Ausfall der Stufe 1? Wie kriegen wir Virgil zurück? Notfallkommunikationsabteilung, aber wir können nicht... Die Tür eintreten, Virgil wieder aktivieren und ob wir das können... Sadie, warten Sie! Hier ist ein Schild, Notfallkommunikation, 14. Stock, die Aufzüge warten sind... Warten Sie, sehen Sie? Hier sind lauter Einschüsse, da drüben an den Aufzügen... Sind das Polizisten? Alle tot. Vermutlich ein Brute Squad. Howdy, Leute. Oder auch nicht. Ignoriert das Chaos. Da wir heute offenbar eh alle zur Hölle fahren, dachte ich, ich schicke ein paar meiner alten Kumpels voraus. Hör mal, Kumpel. Ich will keinen Ärger. Wir wollen bloß nach oben. Bleibt, wo ihr seid. Da kommt noch einer. Ja, ich weiß nicht, warum das super aus ist. Wir senden, solange wir können. Hey da, Jimbo! Was zum... Mann am Boden! Allianzeinheiten in... Jetzt lass dein Chatter gut sein und pass auf. Marshall, was tun Sie denn hier? Wurden Sie nicht gefeuert? Wissen Sie, wie oft ich Sie gebeten habe, nicht meine Kaffeesahne zu nehmen? Und wie oft Sie auf mich gehört haben? Sie? Sie waren das? Sie hätten im Aufzug bleiben sollen, Jim. Nein, bitte! Ich... hab meinen Namen auf die Packung geschrieben. Gehen wir, Sadie. Laut meiner Vorgesetzten bin ich aggressiv und aufbrausend. An eurer Stelle würde ich bleiben, wo ich bin. Ihr seid meine Geiseln. Sitzt still oder ihr endet wie meine alten Kumpels hier. Mike, wir müssen nach oben und Virgil einschalten. Nicht reden. Arbeitest du für das NMPD? Nein. Ach ja. Und wo hast du die Jacke her? Geklaut. Aus dem Müll. Eine Diebin, was? Bist du etwa aktenkundig? Warum legen sie nicht einfach die Knarre weg und... Warum hältst du nicht einfach deine Klappe? Hört ihr das? Die SWAT-Pussys sind aufgewacht. Die werden Körperpanzerung tragen. Also muss man auf den Kopf zielen. Runter, Sadie! Sofort! Waffe fallen lassen! Komm und hol sie dir! Verdammt!
Schaltet ihr auf! Wir sind doch am Boden! Fall auf Boden! Wir sitzen fest! Wir sitzen in der Falle! Zurück! Geh zurück! Bleibt hinter der Tür! Granate werfen! Ah, meine Augen! Du mieses Arschloch! Oh. Verdächtiger getroffen! Sadie? Sadie! Alles okay? Sie! Hände dahin, wo ich Sie sehen kann! Nicht schießen! Ich gehöre zum NNPD! Zeigen Sie mir Ihre Marke, aber ganz langsam! Die Allianz ist in der ganzen Stadt und wir bringen uns gegenseitig um. Hier, sehen Sie, Metro PD! Sie muss in den 14. Stock. Das ist ein Notfall. Okay, bringen Sie sie hoch. Wir räumen hier auf. Das müssen ein Dutzend Leichen sein. Wir können sie nicht retten, Sadie. Virgil aber schon. Wir müssen los. Notfallkommunikation. 14. Stock. Wir hätten den Aufzug nehmen sollen. Nach dem, was eben passiert ist? Wohl kaum. Was wollen Sie denn sagen, damit Sie Virgil wieder initialisieren? Ich lass mir was einfallen. Hey, ich bin süß. Brecht das Gesetz für mich. Das ist nicht witzig. Naja, bei mir hat's funktioniert. Keine Allianzaktivitäten außerhalb der Stadtgrenzen. Ich habe drei weitere Evakuierungspunkte bei 200% Kapazität. Geh doch mal einer ans Telefon. Wo ist der Diensthabende? Großer Schreibtisch. Ganz hinten. Danke. Fahren die Fähren noch? Alle hier raus. Dann müssen Sie eben selbst dahin gehen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, Captain, bin ich nicht bevollmächtigt, die... Was meinen Sie mit großer Fehler? Captain Dare, ich versichere Ihnen, dass hier unten Menschen sterben. Entschuldigen Sie? Ja, natürlich könnte ich den Superintendent wieder aktivieren. Aber Commissioner Kinsler sagte explizit... Entschuldigung, ich möchte nur kurz den Tacker ausleihen. Hören Sie, Captain. Direkt vor meinem Fenster schwebt ein Träger der Allianz. In der Lobby ist ein Scharfschütze. Und Sie drohen mir damit, mich zu feuern? Militärischer Nachrichtendienst. Das ist ein Widerspruch in sich. Was wollen Sie? Sie müssen den Superintendent wieder aktivieren. Nicht Sie auch noch. Ich sagte doch, der Commissioner... Ich weiß, aber ich zwinge Sie mit Waffengewalt. Mit welcher Waffe? Dieser hier. Sie haben meinen Tacker in der Tasche und zeigen damit auf mich. Das können Sie nicht wissen. Es könnte eine Pistole sein. Oder ein Gewehr. Oder ein Raketenwerfer. Und in diesem Fall müssten Sie den Superintendent wieder aktivieren. Niemand könnte Ihnen das vorwerfen. Oder Sie feuern, wenn es eine Waffe wäre. Oh nein, bitte nicht. Schießen. Ich mache alles. Schon okay, Virgil. Ich bin da. Das klingt anders. Virgil, was haben dir die Aliens angetan? Was? Was ist los, Sadie? Ich weiß es nicht. Diese Aliens haben Virgil verändert und jetzt, wo er wieder da ist, klingt er... Anders. Virgil, du bist es doch noch, oder? Kannst du mich mit Dad verbinden? Virgil erreicht ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es kommen Berichte aus der ganzen Stadt. Die Allianz-Einheiten ziehen sich vor dem Widerstand zurück. Mann, ich bin diesen Scheiß leid. Unsere Feinde sind Feiglinge. Kämpft weiter, tapfere Bürger. Und der Sieg ist unser. Moment mal. Es kommt aus diesem Gebäude. Mike, warten Sie. Wo gehen Sie hin? Zollen wir unseren gefallenen Helden Respekt. Jim Odingo, Roberto Bustamante und Marshall Glick. Das ist sein Büro. Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Die Offiziere wurden in diesem Gebäude von Allianz-Scharfschützen niedergeschossen. Aber gerade eben konnten Mitglieder der Stadtmiliz die Scharfschützen mit einem selbstgebauten Flammenwerfer ausschalten. Gebaut aus einem alten Laubsauger und einem Benzinkanister. Kämpfe weiter, Mombasa. Kämpfe und siege. Sendung beendet. Scharfschützen der Allianz? Ein verrückter Ex-Cop hat sie massakriert. Verdammt, einer dieser Leute war der verrückte Ex-Cop. Ja, und? Die Leute da draußen sterben. Und sie erzählen diesen Müll. Das ist alles gelogen. Naja, an manchen Tagen ist die Wahrheit... ein Luxus. Gehen wir, Mike.
Er ist Propagandaoffizier und macht nur seine Arbeit. Seine Arbeit? Er gibt für Geld Leute an. Wissen Sie, wer mir immer noch zuhört? Eine alte Frau, die ihr Bett nicht mehr verlassen kann. Ein Mann, der blutend auf der Straße liegt. Ein Lehrer, der sich mit seinen Schülern versteckt. Sie alle werden sterben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Marines sind bald hier. Sie werden alle sterben. Mein Job ist es, die Zeit bis dahin mit der Wahrheit, mit Hoffnung zu vertreiben. Machen Sie es besser. Auf Sendung. Eine besondere Ehre, Neu-Mombasa. Im Studio bei mir ist Commander Harris Doppelschuss Kibaki. Commander, sagen Sie unseren Hörern, was in der Stadt los ist. Commander, nur zu. Sagen Sie die Wahrheit. Tja, die Dinge stehen nicht so gut, wie sie sollten. Aber es gibt Hoffnung. Wir kämpfen hart. Gut zu hören. Einen guten Ratschlag, Doppelschuss? Kämpfen Sie weiter. Wir können gewinnen, wenn wir zusammenhalten. Wir können die Stadt retten und den Krieg gewinnen. Und aus. Jetzt sind Sie auch ein Held. Das sind Sie wirklich. Mir ist schlecht. Nein. Was Sie fühlen, ist Hoffnung. Ah, sehen Sie? Ihr erster Bewunderer. Nur zu. Sie sind auf Sendung mit Harris Doppelschuss Kibaki. Officer Bradley. Sadie ist bestimmt beeindruckt. Kinsler! Aber ich denke, das Folgende interessiert Sie mehr. Sadie, ich kontrolliere nun die Löschsysteme im Labor Ihres Vaters. Wenn Sie ihn wiedersehen wollen, tun Sie, was ich sage. Kinsler will sich mit mir am Bahnhof treffen. Also werde ich da hingehen. Sie kann ihm nicht trauen, Sadie. Und das wissen Sie. Mein Vater ist noch in Virgils Datenzentrum. Ich habe ihn heute oft gehört. Und wissen Sie, was er um jeden Preis verhindern würde? Dass Sie sich in noch größere Gefahr bringen. Sie hören gar nicht zu. Kinsler sagte, er würde das Notlöschsystem aktivieren. Das Datenzentrum mit Argon fluten. Kann man Argon atmen? Nein, Mike. Es lässt einen gefrieren. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Virgil, bist du da? Den Blick kenne ich. Wie lautet der Plan? Eskalation. Vielleicht hatte Dad recht mit den Tentakel-Aliens. Ich glaube, sie helfen Virgil. Sie reinitialisieren ihn. Aber warum sollten sie das tun? Dad sagte, sie suchen etwas. Etwas, das Virgil gefunden hat. Haltet die Stadt sauber. Das Gepäck auf Bahnsteig lassen. Vielleicht sind sie das Kämpfen leid, so wie wir. Ich weiß es nicht. Dad könnte die Antwort wissen. Wir fragen ihn, wenn wir ihn sehen, okay? Okay. Wo sollen sie sich mit dem Commissioner treffen? Bahnsteig 9. Er hat einen Privatzug. Ich denke, Sie sollten mich... Wenn ich nicht allein komme, stirbt mein Dad. Das hat Kinsler klargestellt. Sie und Virgil wissen, was zu tun ist? Ja. Auf den Weg! Die Allianz kommt näher. Die Leute kriegen Panik. Das wird böse enden. Was für ein Albtraum. Und es wird immer schlimmer. Alles fällt auseinander. Nicht alles. Ich bin bloß das Mädchen, wegen dem du gefeuert wurdest. Du bist mehr als das. Vielleicht verschulde ich sogar deinen Tod. Vielleicht, aber nicht heute. Ich will, dass du lebst, Mike. Du musst weiterleben. Für mich. Das ist Kinslers Privatzug. Bewacht von korrupten Cops mit Maschinengewehren. Ich gehe rein. Es geht um das Leben meines Vaters. Sei vorsichtig. Du auch. Was? Sie sind nicht dran. Entschuldigung. Verzeihung. Lasst mich durch. Weg vom Zug. Hört ihr alle zurück?
Ganz ruhig, Officer. Noch nicht. Ich kann Sie nicht mehr lange zurückhalten, Sir. Kinsler! Das müssen Sie nicht. Unser Passagier ist da. Hierher, Sadie! Kommen Sie her! Macht Platz! Lasst sie durch! Warum darf sie nicht mitfahren? Oh, das ist unfair! Wir wollen alle mitfahren! Unsere Chance! Stellt sie zu! Oh, nein! Nein! Noch irgendwelche Einwände? Vorsicht, Sadie! Passen Sie auf! Haben Sie keine Angst vor der Hölle? Oh, die kenne ich bereits. Und wir beide verlassen sie jetzt. Officer, schließen Sie die Türen. Türen zu, Männer, wir verschwinden. Ich will keinen davon an Bord haben. Ja, Sir. Sie können sie nicht umbringen. Warum nicht? Ich gewöhne mich langsam dran. Ihren Vater habe ich vor einer Stunde getötet. Haben meinen Vater getötet? Meine Männer nahe Virgils Datenzentrum haben das Feuerlöschsystem ausgelöst. Er ist erstickt und erfroren. Nicht die schlechteste Art zu sterben. Ich wollte Ihnen das ins Gesicht sagen. Weinen Sie sich ruhig aus. Die Fahrt wird lang. Und ich will Sie nicht bis nach Nairobi heulen hören. Obwohl, das wäre gar nicht so schlecht, denke ich. Noch nichts zu sehen, Sir. Wie schwer kann ein fliegender, pinkfarbener Krake zu finden sein? In den Tunneln wimmelt es von Baggers, Commissioner. Wir haben viele Männer verloren und... Niemand geht, bevor ich dieses Alien habe. Haben Sie gehört? Es hat einen Weg gefunden, eine Superintendent KI zu hacken. Es könnte kriegsentscheidend sein. Als ob Ihnen noch irgendwer sonst am Herzen läge. Nur weil ich ein Mörder bin, muss ich nicht unpatriotisch sein. Die Allianz nähert sich der Station, Sir. Was sollen wir tun? Wir warten! Findest du das nicht ironisch, Sadie? Egal, was ich getan habe und was du von mir hältst, ich werde diese Stadt mit wichtigen Informationen über die Allianz verlassen. Mistkerl! Nenn mich, wie du willst. Aber die Welt wird mich Held nennen. Hören Sie mir zu! Die Allianz kommt! Hört mir zu, wenn ihr leben wollt! Ich habe Ihren Vater getötet, Sadie. Und jetzt verlassen wir die Stadt. Niemand wird Sie retten. Weder Branley noch Virgil. Hier ist Endstation. Was zum Teufel ist das? Ich habe die verdammte Maschine umgebracht. Das ist ohne Belang. Alles, was er dem Waggon antut, tue ich Ihnen an. Seid ihr bereit zu sterben? Nein! Wollt ihr leben? Ja! Seid ihr bereit zu kämpfen? Nein! Das war's, Mike. Wir müssen jetzt los, Sir. Ja, fahren wir. Der Rest Ihrer Männer muss... Sterben? Sir, wir fahren nicht. Der Antrieb reagiert nicht. Hör zu, Virgil, oder was immer du jetzt bist. Lass uns losfahren, oder Sadie stirbt. Hast du gehört? Die Allianz wird uns alle töten. Ich komme nicht ins System. Der Zug reagiert nicht. Du kannst nichts tun, um mir zu schaden, ohne sie umzubringen. Fast nichts. Virgil, mach die Tür auf. Nein, nein, geh weg. Lass mich los, gehst du weg.